Hallo meine Lieben, zur Lunsertour. Ja, kaum sind die einen Tour-Videos alle heraus, geht schon auf die nächste Tour. Warum Lunsertour? Na, ganz einfach, ich bin von Johnny und der Grillshow eingeladen worden zum Winterlunser-Seminar. Ja, und da fahre ich hin, aber nicht ohne ein paar Besuche zu machen. Im Prinzip liegt alles auf dem Weg. Klein bisschen Umweg, aber das ist mir egal. Wo wir überall hinkommen, das seht ihr in den folgenden Videos. 1, 2, 3, 3, 3, 4 Videos könnten es werden. Schauen wir mal, was es alles Leckeres gibt. Ja, ich würde mal jetzt ganz steif und fest behaupten, ich fahre jetzt los zum ersten Anlaufpunkt der Lunsertour, und wenn ich dort angekommen bin, ja, dann sehen wir uns wieder. Ja, und ihr wieder ein bekanntes Gesicht. Leute, bis nachher. So Leute, ich bin angekommen. Tja, und wo bin ich denn wieder gelandet hier? Hallo, wieder in Dortmund. Ja, und deine zwei bestellten Tassen. Dankeschön. Weil der hat gejammert, dem haben sie die Tassen geklaut. Ja, ich musste mir die mal mit meinen Kindern teilen, das ist, geht gar nicht. Gut Leute, und jetzt schauen wir mal, ja, was wir heute so noch treiben. Ja, eine kleine Zwiebel muss sein. Was gibt's denn heute Gutes? Wir machen heute westfälischen Pfefferpotters aus dem Dutchhof. Was für Dinger? Pfefferpotters aus dem Dutchhof. Sagt mir gar nichts. Ja, ist auch westfälisches Gericht. Wird es in Bayern wohl nicht geben. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Also eine kleine Gemüsezwiebel. Eine kleine Gemüsezwiebel. Aber wir haben die anderen größeren schon aufgeschnitten und werden die gleich noch dabei packen. Gut. An Fleisch, was haben wir? Das ist Rindergulasch. 1 Kilo. Leckeres. Dann brauchen wir an Gewürzen 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, Blätter, 3 Nelken und nachher ein bisschen Kalbsfond. Und zum Anbraten von dem Fleisch den guten Butterschmalz. Ah, okay. Also, ich bin immer noch fasziniert von den kleinen Zwiebeln hier. Wir haben kein Atomkraftwerk hier in der Nähe. Wie, ihr habt kein Kraftwerk? Nein. Kohlekraftwerk, aber kein Atomkraftwerk. Naja, okay. Ich habe mir ja mal sagen lassen, Asche ist auch Dünger. Aber dass von Kohlekraftwerken das Zeug so wächst? Ah ja? Du hast aufgerüstet seit meinem letzten Besuch hier? Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Nicht viel. Sogar Beleuchtung hat er hingebaut. Hurra! Vielleicht sehen wir die heute Abend im Einsatz. Also, soll's außen dämmern, haben wir hier trotzdem heute Licht. Bei diesem Video brauchen wir keine Taschenlampe. Ja, genau. Jetzt machen wir gleich noch ein klein bisschen Werbung. Ja. Das Rezept, wo hast du das her? Das habe ich von den Sauerländern. Das ist in dem Dutchofenbuch drin. Machst du das genau nach Rezept? Nein. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Grilljunkie-Art. Rezept als Vorgabe und dann kreatives, freies jo, Arbeiten. So ist recht. Okay, aber jetzt schauen wir dann drin, wie es weitergeht. So machen wir das. Kommen dir hier schon die Tränen? Ja. Sehr scharf. Ui, 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 ui. Naja, wundert mich nicht bei solchen Zwiebeln. Aber der Vorteil ist, du brauchst nicht zu viele machen. Nee, das stimmt. So Leute, der Björn ist drin und holt das Zeug raus. Da werde ich mal gucken, wie er das Fleisch anbrät, ob ich eventuell klug scheißen kann. Haha. Schauen wir mal. Also, jetzt geht's weiter. Können wir anfangen hier? Wir können anfangen. Jawohl! So, die Vorbereitung. Erstmal nehmen wir 30 gut durchgebrühte Kohlen. Also sprich, erstmal gescheite Hitze von unten.
Du weißt ja, ein bisschen Abstand lassen, dass die Luft zirkulieren kann, ansonsten gehen da die Kohlen unten runter. Ich hab immer so einen komischen YouTuber, der ist. Echt, oder? Der hat da immer Probleme mit, ich weiß auch nicht warum. Den zeigst du mir mal. Ja, den Link schicke ich dir mal von der YouTube-Seite. Björn. Bitte. Das hast du jetzt aber schön gemacht. Ja, danke. Circa 40 Gramm Butterschmalz. Circa. Der Tisch steht schief. Oder die Kohlen liegen ungleichmäßig. Du hast Probleme. Ah, jetzt sieht's besser aus. Jetzt sieht's besser aus, es ist in eine andere Richtung. Björn. Michi. Kommt jetzt das Fleisch rein? Ja, wir werden da jetzt gleich ein bisschen Fleisch drin anbraten, ne? Na, da bin ich ja gespannt. Röst darum. Die Zuschauer wissen was, was du nicht weißt. Was denn? Das sage ich dir jetzt nicht. Nee, das ist gut. Bin ich mal gespannt. Jo. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen nach und nach. Wie du machst es nach und nach? Ja, dann kühlt der Topf nicht so schnell ab. Wir werden alles auf einmal reinschmeißen. Nein. Verdammt, ich kann doch nicht klug scheißen. Also ich würde mal sagen, der macht's richtig. Schade, ich hätte ihn jetzt gerne geärgert. Sein, dass du aus Videos gelernt hast, dass man das nicht alles auf einmal reinschmeißt? Ja. Genau, das ist so, wie man das halt macht, ne? Jo. Wir braten das Fleisch ja auch nicht durch, wir braten es nur an. Aber lass es dann nachher schön ziehen. Ihr kennt's mich ja, ich mache den Fehler irgendwie immer wieder. Ist halt so. Ich lerne aus Fehlern von anderen. Ja. Das Fleisch wäre mittlerweile komplett angebraten. Ja. So wie wir es mögen. Irgendjemand spielt am Licht rum. Jetzt nehmen wir uns die Zwiebeln. Das kleine Häufchen Zwiebeln. Das waren ja bloß drei Zwiebeln. Nur drei, genau. Drei kleine Zwiebeln. Die Frau im Hintergrund war am Wein. So. Damit wir auch nichts verschwenden. Das Fleisch da drauf. Auch erledigt. Dann werden wir jetzt einen Deckel drauf machen und mal 10 Minuten ziehen lassen, damit die Zwiebeln noch ein bisschen zusammensacken und dann machen wir den Rest dabei. Okay, dann tun wir das. Freunde, es gibt noch einen kleinen Leckerbissen nebenbei. Nur der Björn hat so einen fertigen Ziegenkäse im Bacon gekauft. Und ich und Ziegenkäse, ne. Und die Oma hat hier gesagt, die machen auch nicht. Gell? Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, wäre es wenigstens ein Mozzarella gewesen. Und selber gemacht. Und wisst ihr was? Wir kriegen jetzt noch Mozzarella in Bacon gewickelt. Ja, ne? Mhm. So viel Bacon hast du ja gar nicht, wie viele Scheiben du da schneidest. Ja. Michi, was will ich auch noch Bacon haben? Richtig. Ach so. Aber da räumt er bloß ein Päckchen erstmal raus hier. So ist er halt. Jo. Und jetzt dann noch einen kleinen Vorschlag. Irgendein Gewürz, noch ein bisschen was auf den Mozzarella drauf. Ja, und schon sind wir wieder am Entwickeln zu neuen Rezepten. Oder was meinst du dazu? Das ist normal hier, ne? Immer was Neues ausprobieren. Ja, genau. Schauen wir mal, was da für Gewürz genommen wird. Ah ja, einfach bloß ein Basilikum. Sollte ausreichen. Also richtig schöne
Baconpäckchen. So, jetzt haben wir noch gerade noch an der Wickeltechnik getüftelt. Und ja, so sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es am besten funktionieren dürfte. Einmal quer und einmal komplett rum mit dem Doppelstreifen. Perfekto! Also die Idee ist einmal klasse, wenn man sowieso Kohlen anheizt, um ordentlich Feuer unter den Topf zu geben und dann einfach das Teil noch nebenhin stellt, damit man einfach dann noch so Baconpäckchen noch zusätzlich anbrutzeln kann. So, einmal Deckel runter. Schon ein bisschen zusammengeschnurzelt. Ja, und ich glaube, dein Handy hupt. Ja, ja, mein Sohn, mein Ältester. Er hat sich verlaufen. Verfahren mit dem Bus. So. Und jetzt kommt der Rest mit rein. Jetzt kommt der Rest mit rein. Jetzt nehmen wir ein bisschen Kalk vor. Und du sagtest, das ist der Unterschied zum Rezept von der Sauerländer Barbecue? Das sind zwei Unterschiede. Zwei Unterschiede? Einmal nehmen die Schweineschmalz zum Anbraten. Wir haben jetzt Butterschmalz genommen. Und das zweite nehmen die Rinderform, wir nehmen Kalbsform. Ja, dann sind die Unterschiede nicht so groß. Die sind eindeutig zu verkraften. Ja. Jetzt machen wir noch ein halbes Glas drauf. Und dann gucken wir gleich mal nach der Flüssigkeit. Ja, das hast du jetzt aber nicht geschüttelt. Ja, der Rest kommt dann nachher. Dann zwei Lorbeerblätter, zwei Teelöffel Pfeffer, zwei Teelöffel Salz und es sollten drei Nelken drin sein. Hast du zwar schon gesagt, aber egal. Ja, für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Okay. Durchrühren. Doch, ich muss sagen, deine Beleuchtung hier auf der Terrasse ist ganz passabel. Besser wie beim letzten Mal. Ja. Aber es wird ja auch früher dunkel. Ja, genau. So, jetzt bauen wir gleich um. 12 Kohlen oben drauf, 8 unten runter, Feierabend. Und dann lassen wir das anderthalb Stunden vor sich hin köcheln. Ja, soweit hat er ja schon alles gesagt. Dann lassen wir ihn jetzt fertig ummodeln und wir kümmern uns dann gleich einmal um die Bacon-Käse-Päckchen beziehungsweise einmal Mozzarella und einmal Ziegenkäse. Björn, was kaufst du da ein? Ziegenkäse mit Bacon. Ich warum weiß. Warum machst du das nicht selber? Schande über mein Haupt. War vorhin so schön im Regal. Da muss ich zugreifen. Der Bacon sieht schon so blass aus. Ja. Also wenn man das so vergleicht, ne? Ja. Ist der Bacon ziemlich blass. Blass. Ja, dann hau mal deinen Ziegenkäse da drauf. Also der vom Frau im Hintergrund ist besser gewickelt, wenn ich das sehe, zu dem gekauften. Aber umweltfreundliche Verpackung. Und ein bisschen Gewürz haben sie oben auch drauf. Ja. Wie süß. Ein bisschen Grünzeug für die Girls. Ja, die Sprüche sind jetzt auch durchaus legitim, ja. Da wir ja morgen zum Winter-Lunser-Seminar fahren. Und das ja bei mir Lunser-Tour heißt. Deswegen haben wir auch ein bisschen Bacon für die Boys, ne? Jo. Und das Grünzeug für die Girls drin. Lecker! So, dann lassen wir das mal gut so. Also, einmal gedreht sind sie schon. Der Ziegenkäse kommt auch schon heraus. Aber der Mozzarella ist noch sauber, schön dicht. Bis jetzt. Jo, die Teile werden auch so langsam
Wo sind die ganzen Ziegenteile hingekommen? Zwei sind runtergefallen. Zwei sind runtergefallen? Ja, dank dir. Na, du machst Sachen. Du hast sie so bequatscht, die Dinger, dass ich von wieder alleine runtergefallen. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, und hier ist er fleißig am Umrühren. Boah, ich liebe Zwiebelfleisch. Hey Leute, ich möchte nichts sagen, aber bei den Bacon-Mozzarella-Päckchen, da läuft mir echt das Sabber im Mund zusammen. Ja Leute, jetzt können wir dann gleich mal unser Probiererle machen von den Bacon-Mozzarella. Aber ich würde mal sagen, heute lassen wir es wirklich ein bisschen auskühlen. Ich glaube auch. Bevor wir wieder die Schnute verbrennen. Richtig! So Freunde, jetzt ist es soweit. Wir greifen auf den Teller zu. Da habe ich jetzt gar kein Bild gemacht, aber egal. Anlangen kann man schon gut. Ich hoffe, dass wir uns dieses Mal die Schnute nicht verbrennen. Ih, Ziegenkäse, geh weg. Yeah, Ziegenkäse. Weh, weh. Okay, an Gurten. Geil. Den Ziegenkäse kann man auch empfehlen. Mozzarella im Bacon, bisschen Basilikum drauf. Oder Basilikum. Mhm. Wunderbar. Mozzarella mit Bacon. Und wieder mal einer, wo nur mit dem Handy spielt. Ja, ich checke gerade deine Facebook-Seite. Was macht der Topf und unser Essen? Können wir mal reingucken? Ja. Oh, da dampft raus und es brodelt. Es brodelt? Jawohl. Kann ich spüren. Oh, und duften tut's auch. Hast du eigentlich auf die Uhr geschaut? Nein, wie immer nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin kein Uhrgriller, ich bin Gefühlsdatscher. Also nach dem Gefühl würde ich sagen, das ist fertig. 6 Uhr. Ja, mindestens. Gehe ich von aus. Pünktlich zum Abendessen. Also ihr seht, es ist mittlerweile etwas kälter geworden hier heraußen und Probierbesteck und jetzt probieren wir einfach einmal. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das machen soll mit der Cam in der Hand, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Soll ich die Cam nehmen? Nö. Du nimmst mir jetzt die Gabel. Dann probieren wir mal das Sößle. Irgendwas fehlt noch. Jetzt probiert er selber gleich. Und? Nein, da fehlt nichts. Da fehlt nichts? Nein. Das ist der Geschmack. Also die Soße noch ein bisschen anliegen, aber das ist der Geschmack. Da kommen ja gleich noch Kartoffeln bei und dann kommen ja noch Gewürzgurken dabei. Aber nicht mit Schokolade. Oh, so. Jetzt mal das Ding hier runter, vielleicht sieht man dann mehr. Jetzt gehe ich auch mal ins Bild. Ja. Gewürzgurken mit Schokolade, oder wie war Nein, das? Ohne Schokolade. Warum ohne Schokolade? Nein, wir machen hier keine Schwangerschaftsgurken-Challenge. So, meine Gabel. Die ist da. Dann gebe ich dir den Löffel wir hier. Wir tauschen. Und dann schaue ich mal, ob das Fleisch durch ist und zart ist. Fertig. Fertig? Gut. Mhm. Dann bereiten wir uns zum Essen vor. Genau. Dann sehen wir uns im Tellerbild wieder und anschließend zum Fazit. Mhm. Mhm. Gut. Bis gleich. So Leute, mein Teller wäre soweit hergerichtet. Ich werde es jetzt essen. Björn, wie heißt es nochmal? Pfefferpotas. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Okay, ich esse und hinterher sehen wir uns nochmal zum Fazit. Schau mal, du hast was in der Gosche auf dem Display. Ja, irgendwas habe ich im Gesicht. Ja, Leute, kommen wir noch zum Fazit. Ja, wir outen uns hier erst einmal als Petromax-Fans wieder mal. Morgen geht's weiter aufs Lunser-Seminar zur Grillshow.
Der Björn fährt auch hin? Ich bin verdonnert worden. Ich muss Schiffchen bauen morgen mit dem Michi. Psst. Ja, stimmt. Okay. Aber bis dahin ist ja vorbei. Ja, stimmt. Ja. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Fazit, genau, das genau. Fazit sprechen. Du zuerst? Ja, soll ich mich jetzt selber loben? Das ist doof. Also bitte. Das muss ich jedes Mal machen im Video. Ja, aber du hast ja jetzt jemanden da. Also ich habe ja jemanden da, der das für mich tun kann. Okay. Essen war wirklich lecker. Etwas ungewohnt, muss ich fast sagen. Aber sehr lecker. Ja, ungewohnte Sachen gibt es meistens aus dem Dutch, ne? Ja. Ja. Also ist zum Nachmachen durchaus empfohlen. Wie gesagt, im Dutch-Ofenbuch von der Sauerländer ist das drin, das Rezept. Und kann man da nachmachen. Ansonsten einfach die Zutaten aufschreiben, was wir jetzt verwendet haben. Und dann kann man es auch nachmachen. Genau. Ja, von ihm verabschiede ich mich jetzt nicht, weil wir sehen uns ja morgen eh noch. Und Leute, das nächste Video ist dann auf dem Winterlunser-Seminar von der Grillshow. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.